Hallo Freunde, willkommen zu einer neuen Folge LS 22 Neu-Minibrunn. Wir sind hier mit den Felderbeiden soweit fertig. Und müssen jetzt den Hof noch ein bisschen aufräumen. Und danach. Sau eng. Aber geht. Und danach Wasser fahren. Also müssen wir den Hof noch aufräumen. Das machen wir jetzt gerade eben. Und danach müssen wir Wasser fahren, weil die Gewächshäuser leer sind. Oder fast halb leer sind. Das möchte ich noch machen. Dann können wir vorspulen. Wir können hier mal das große Tor zumachen. Da müssen wir jetzt erstmal nicht mehr rein. Hier müssen wir auch nicht mehr rein. Erstmal heute. Hinten ist noch offen, aber hinten können wir auch noch zumachen. Wir müssen noch Wasser fahren. Und danach können wir vorspulen. Und dann müssen wir mal schauen, was wir wie machen. Auf jeden Fall steht. Auf jeden Fall steht Dings noch an. Silage fahren und dreschen. Steht eigentlich an. Aber dreschen ist, glaube ich, erst in 2 Tagen. Und Silage fahren, das kommt mir dann ein bisschen auf den Preis auch drauf an. Je nachdem, ob der, wie hoch der ist. Jetzt mal Schauschau da. Der lebt noch, ganz sicher. Bin ich mir nicht. Warte mal, das hier könnte man in einen Düngestreuer schmeißen. Ich weiß nicht, kommen wir da hin oder steht da jetzt der Neuner im Weg? Kurz vorbei, der Neuner steht im Weg. Der steht aber eh im Weg, ne? Auch wegen der Wasser kommen wir hin. Dann kommen wir da hin. Ah, Leute. Jetzt habe ich Scheiße gebaut. So. Ja, stellen wir das Zeug da hin. Weil das müsste eigentlich. Könnte das in den Düngestreuer gleich rein. Wobei wir der Düngestreuer eh nochmal ausleeren müssen. Weil wir vorher wahrscheinlich kalken. Bevor wir düngen. Das war halt wieder eine bisschen zu schnelle Aktion mit dem. Haben wir es jetzt drauf? Ja. Mit dem Dünger auffüllen. So, als wenn wir eh gerade ein bisschen am Aufräumen sind. In seiner letzten Folge haben wir immer so viel Zeit. Also, wir haben. Ich möchte eigentlich ein bisschen was schaffen heute. Das Wasserfahren wird aber einiges an Zeit fressen. Ich will nämlich die Frontlader-Werkzeuge ein bisschen zusammenstellen. Die stehen da jetzt ein bisschen beschissen vor der Tankstelle. Wobei, können wir eigentlich auch lassen. Wir haben nämlich die Ding noch da vorne liegen. Die Silagezange. Silageballenzange. Die brauchen wir. Eigentlich brauchen wir sie nicht mehr. Die können wir bei Gelegenheit mal weggeben. Aber noch haben wir sie halt da. Ja. Dann wird der Bulldog ausgegangen. Die Silageballenzange können wir, wie gesagt, bei Gelegenheit mal weggeben. So. Dann einmal den Frontlader wieder abhängen. Und das Gewicht ranhängen. Hier können wir noch das Tor zumachen. Und in die Halle müssen wir jetzt erstmal nicht mehr rein heute. Halt, wir müssen nochmal aussteigen. Und dann fahren wir Wasser. Ich hoffe, das schafft man in der Folge. Das ist, wir müssen durch 10.000 Liter fahren. Das ist ein bisschen was.
Weiß auch nicht, ob das das Schlauste ist, das mit einem 400er zu machen. Weil es doch relativ schwer ist. Nicht, dass wir da doch ins Wasser heute noch reinrutschen. Da hätte ich jetzt nicht so Bock drauf. Aber egal. Schauen wir mal. Ich hoffe, ich komme da gut ran. Ich hoffe, das zählt. Ja, perfekt. Oh, da ist sogar noch was drin. Das ist natürlich sehr schön. Bei 4000 Liter, 10.000 müssen wir fahren. Das ist gar nicht so viel. Und die erste Tour ist drin. Das passt auf jeden Fall. So, pumpen wir da mal schön Wasser ins Gewächshaus. Wir hätten das zwar auch lassen können, das hätte noch ein paar Tage gehalten, die 10k, die noch drin sind. Aber ich habe dann keine Lust, 20.000 Liter Wasser zu holen. Deswegen fahren wir da jetzt halt einfach. Und dann müssen wir nicht so viel fahren, sondern nur ein bisschen. Guti. Ich glaube, wir schaffen heute alles. Vielleicht außer den 400er zu waschen. Das wäre dann nicht das größte Problem. Wenn wir den jetzt nicht schaffen würden zu waschen. Ich fahre eigentlich immer so hier rein. Hier ist es am. Ich weiß nicht, ob es am flachsten ist hier, aber. Es ist auf jeden Fall ein ganzes Stück flacher. Guck mal, den zieht es richtig runter. Haben wir hier unser Bild des Tages. Wenn er jetzt reinrutscht, na, dann ist er die ganze Kabine mit Wasser voll. Aber es geht. Der zieht auf jeden Fall. Ist eine, der ist geil. Der 400 ist echt geil. Das ist ein echt kleiner Bulldog, aber mit ordentlich Bums auf jeden Fall. Oh Gott, RS6. Keine Ahnung, was ist das? Ich kenne mich nicht aus damit. So. Dann düsen wir einmal auf den Hof. Ja, gut. Dann ist er ja gleich voll. Ja. Noch einmal, noch ein halbes Fass und dann ist das Ding voll. Und dann passt es. Dann ist es Goodie, Freunde. Und dann stellen wir das Wasser fast da rein. Uah. Oh shit. Not good. Dann waschen wir den Fendt, den 400er. Dann ist bis auf der Drescher ist dann alles sauber. Aber Drescher muss ja noch einmal ran. Eigentlich müssen alle noch mal ran, ne? Wobei einer muss noch mal ran, wahrscheinlich der 900er. Weil wir müssen Silage fahren, wir müssen den Drescher abtanken und ich würde, ja, wobei die Bodenbearbeitung, die lassen wir mal, weil wir ja vorher eigentlich noch kalken wollen. Also wir müssen noch mal ein bisschen Anhängerfahrt machen, aber oh shit. Das wird jetzt nicht so schlimm. Bisschen Anhängerfahrt noch mit dem 900er. Und dann dann läuft es. So. So, da voll ist es, das Gewächshaus. Das heißt, es kann weiter produzieren. Dann stellen wir den Kanister einmal hier rein. Perfekt. Machen wir schon mal alles zu. Waschen wir den und stellen den weg. Und dann können wir heute sogar noch vorspulen. Ja. El perfecto.
Gut, Ines, war's so. Dann stellen wir den noch in die Halle. Ich wollte jetzt vor 900er stellen, aber den brauchen wir ja nochmal. Den 400er, das könnte sein, dass wir den dieses Jahr nicht mehr brauchen. So. 900 brauchen wir auf jeden Fall nochmal. Gut, da machen wir hier zu und da auch zu. Und dann spulen wir vor einen Tag. Ich schau mal ganz kurz, wie weit wir generell vorspulen müssen, bis wir 2 Tage müssen wir generell vorspulen. Und dann nochmal ein Auge auf dem Angergras haben, aber das. Ich weiß gar nicht, ob wir das Angras noch zwei oder auch einmal an. Ich meine noch zweimal. Noch einmal im August und noch einmal im September. Nee, im Oktober. Oder im Juni. Ach, keine Ahnung. Ich glaube, wir spulen das mal. Zack. Los geht's. Okay. Haben wir aber einiges geschafft. Ich weiß nicht, wann haben wir das letzte Mal gespult? Ist auch schon wieder ewig her, oder? Weiß ich gar nicht mehr. So, Betriebskosten haben wir natürlich. Derbe viele. Also. Guti. Einmal kurz die Map checken. Wachstum. Wachstum. Ich denke, dass wir das jetzt am nächsten Tag dann gleich dreschen können. So, dann können wir Just for Fun da mal reinschauen. Das ist durch 90.000. Das ist safe. Hier hätten wir ein paar Striegelmissionen tatsächlich, aber die lassen wir mal weg. Genau, Gebrauchtwarenhändler können wir schauen. Steyr Taros. Brauchen wir einen Taros, Freunde? Eigentlich brauchen wir den nicht. Wir brauchen keinen Taros. Ein Auto brauchen wir auch nicht. Das brauchen wir auch nicht. Können wir schnell schauen, wie es preislich aussieht bei Silage? 301. Wir lassen es mal. Ich würde sagen, wir spulen weiter. Wir spulen noch einen Tag. Dann müssen wir irgendwas machen? Eigentlich nicht, ne? Düngen müssen wir nicht. Striegel, also Unkraut haben wir gemacht. Und ja, dann spulen wir noch einen Tag. Weil dann können wir nächste Woche anfangen zu dreschen. Und dann passt es auch. Das Stroh überlege ich, ob wir das auch verkaufen. Ladewagen hätten wir. Nein. Nein, Vermender geht es tatsächlich nicht rein. Das heißt, so jetzt sind wir soweit. Wie sah es da aus? 301. Es geht jetzt runter. Müssen wir bis Januar warten, wieder bis wieder oben ist. Und bis Januar haben wir dann auch deutlich mehr. Schauen wir schnell ins hier rein. Wir hätten eine andere Mission. Die könnten wir, wenn wir Lust haben, auf Lohner machen. 2000 geht eigentlich. Da könnten wir nochmal Wasser fahren heute. Das arbeitet sogar noch, sehe ich gerade. Genau, Gebrauchtwarenhändler. Xerion können wir uns nicht leisten. Güllefass ist zwar ein sehr schönes Güllefass, aber wir haben keine Gülle. Wobei, da geht auch Wasser rein, ne? Brauchen wir es als Wasserfass? Dann kann man das. Krass, was man hier alles machen kann. Ich finde es mit dem Blau eigentlich gar nicht so schnell, so schlimm. Das hat was. Schönes Fass, aber bringt uns nichts. Also höchstens als Wasserfass, aber selbst da bringt es uns nichts. Für 31 können wir uns eh nicht leisten. Freunde, ich muss da Geschäftsreise machen. Wir sind fertig für die Folge. Nächste Woche geht es dann weiter mit Dreschen. Also eigentlich nur mit Dreschen und Wasserfahren nochmal. Und dann spulen wir ein bisschen weiter. Dann ist nochmal Ackergras dran. Dann ist
Und bla bla bla. Ist einiges dran. Vielleicht machen wir auch Bodenproben schon mal und dann ist hier Mais und Soja noch dran. Ende des Jahres. Und dann schauen wir mal, wo wir sind. Ich meine, wir haben jetzt hier drin noch Agargras, 15.000. Da kommen nochmal 30 circa dazu. Das heißt, dann sind wir bei 45.000, die wir dann wegfahren können. Dann starten wir die Fischproduktion. Die gibt auch einiges an Cash. Und genau, Silageproduktion läuft nebenbei. Und dann passt es. Genau, wir müssen nur dran denken, dass wir ab jetzt Bodenproben nehmen, mit Isaria arbeiten und düngen und kalken, damit wir einen Umweltbonus bekommen und einfach maximalen Ertrag. Bis zum nächsten Mal. Peace out. Ciao.